Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, der Teilzeit World of Warship Spieler und heute mit dem neuen Szenario der Woche Dynamo Dresden. Nein, Dynamo, nur Dynamo. Es geht um Dünenkirchen und ihr seht schon, was wir machen müssen. Leute retten und in Sicherheit bringen. Ich glaube, das wird er gleich nochmal sagen. Nein? Doch. Sichern Sie den Konvoi. Evakuieren Sie alliierte Truppen aus Dünenkirchen. Ja, das machen wir. Und ich muss sagen, ich habe die Mission. Ja, ich hab auch mal. Hübsch ist das. Das Rote auf der Karte, sei doch mal ruhig da, ist ein Minenfeld. Da sollte man gar nicht reinfahren. Und ja, ich glaube, das Spiel ist jetzt zwar hier nicht, das Szenario ist nicht ganz historisch korrekt, ist aber Wumpe. Ist auf jeden Fall mehr Actionfilm als in den Christopher Nolan-Filmen drin. Also in diesem Szenario ist mehr Action drin, finde ich. So, ja, Leute retten. Wir fahren in diesem Gebiet, sollen diese Schiffe schützen und quasi auf der anderen Seite jupp, einmal da hin. Zwischendurch werden wir abwechselnd von Flugzeugen, Torpedobooten angegriffen. Und ich habe es jetzt zweimal schon gespielt. Und ja, es haben maximal immer ein bis zwei Schiffe von uns überlebt. Das ist nicht viel. Wir müssen ja so viele Leute mit an Bord nehmen wie möglich. Gehen mal vom Gas runter hier. Besser wäre es, wenn wir uns das schräg hinstellen, wie die Kollegen auch. Ja. So, ein bisschen vom Gas gehen. So, schön, dass ihr Nebel gemacht habt. Super Team, danke dir. Euch, danke euch. Haben wir zwei Leute Nebel gemacht und Nebel machen ist wichtig. So kriegen wir jetzt kein direktes Feuer von den Stränden. So, derzeit gönne ich mir nochmal einen Schluck Kaffee. Abfahrt. Abfahrt. Nee, ich warte noch. Die fahren ja gerade eh noch alle rein. Bloß die. So, ich spiele mit dem Schiff Ark. Eckele. Eckele ist das. Eckele und Meckle, genau. Kräuterbutter. Hat nicht die geilste Flak, muss ich sagen. Ne? Ich weiß nicht, wie viel Flak ich schütze, aber auf jeden Fall auch die Reichweite ist kurz. Und ihr seht, was da kommt. Bomber und. Ja, das geht so alles ein bisschen nach uns. Damit. Ja. Noch 68 Bomber, die wir runterzimmern müssen. Oder Torpedoboote, Flugzeuge. Retten Sie mindestens 7 zivile Schiffe. Na gut, ich bin nackig. Fertig oder was? Ich kann noch Leute mitnehmen. Ja, jetzt fahren wir. So, und jetzt auf die Jagd von Torpedobooten. Die sind verdammt schnell. Schneller als Zerstörer. Ich unterschätze immer ihre Reichweite. Und ich habe diesmal Brandmunition genommen, weil ich die eh schon so selten treffe. Vielleicht den. Ne, ich habe keine Brandmunition dort. Was sag ich denn da? Oh. Scheiße. Der ist weg. Okay.
wenn wir Kollegen verlieren oder auch hier Transportschiffe, dann gibt es immer so kleine Bereiche, wo wir dann noch Leute aufnehmen können. Weil ich sehe gerade, wir sind nicht ganz voll, aber ist auch nicht so schlimm. Es geht definitiv noch wer unter. Definitiv. Ja, Achtung, Achtung, ist schon klar, im Minenfeld bleiben. Nicht im Minenfeld bleiben. Das Minenfeld ist echt böse. Also ich bin noch nicht reingeflogen, reingefahren, aber Achtung, ihr seht ja. Runter, runter, runter. Nächster, zack. Komm, 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 komm. Flak, alle Mann an die Flak. Schaden. Ach, hier vom Strand wieder. Okay. Also das Zusammenspiel mit dem Team funktioniert schon mal sehr gut. Lob an das Team. Nice. Das läuft. Einer macht schon wieder Nebel. Ich hätte jetzt auch das gemacht, aber reicht, wenn einer das macht. Greifen Sie die gegnerischen Flugzeuge an. Ja, das mache ich doch. Ich möchte am liebsten noch in den Nebel rein. Ach komm, ich mach mal eins. Nebelwerfer gestartet. Wo sind sie hin? Jetzt habe ich den. Oh. Durchs Minenfeld. Vier Jägerstaffeln, also schon nicht schlecht. Das war in den anderen beiden Spielen viel, viel schlechter. Die bleiben auch alle so ein bisschen zusammen. Das war bei den ersten Spielen auch anders. Da hat jeder sein Ding quasi gemacht und das lief nicht gut. Ich glaube, als nächstes kommen bestimmt Torpedoflugzeuge oder noch eine Runde Bomber und danach kommen nochmal Torpedoboote. Die Deutschen kommen wieder. Ah ja, und es sind nur für Stufe 6 bis 7 Zerstörer freigegebene Alliierten. Scheiße, ich habe meinen Nebel doch vorhin zu früh gezündet. Scheißen Dreck. Scheißen Dreck. Reichweite? Kann ich sie hier so oben abschießen? Wäre zu schön. Gut, einer ist schon mal weg. Schützt mich mal hinter dem hier. Los, raus damit. Schießen, 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 schießen. Oh, er hat einen viel besseren Flak als ich. Viel, viel besseren Flak. Alter, nice.
für was großzügig. Ich will da auch mal einen versenken, verdammt. Oh, wer mein Pfefferchen. Aber versenkt nichts. Ich treffe diese Scheißschiffe einfach nicht. Ah, Leningrad kommt mir näher. Hallo Leningrad, wie geht's dir? Schnucki. Ah ja, Minenfeld. Aber passt schon. Das ist dieses Tuten wahrscheinlich, was ich gehört habe. Okay. Also bisher halten sich die Verluste echt gering. Also Fehler in diesem Szenario ist Alleingänge. Man muss zusammenspielen. Dann läuft das hier auch. Ach Gott. Geh mal weg von mir. Dieses schnelle Schiff. Komm, meine Verstärkung. Also hier ist viel, viel mehr Action als im Nolan-Film. Ich glaube, im Echt war das auch nicht so der Hammer. Es wurde einfach aus Propagandazwecken so ein bisschen missbraucht von Churchill. Aber ich habe auch bisher nur den Wikipedia-Artikel dazu gelesen. Also ich würde mich nicht darauf hundertprozentig festsetzen. Ich weiß nur, dass die Deutschen irgendwie angeblich mit was anderem beschäftigt waren und gar nicht so nachgesetzt haben. Es kam vereinzelt Flieger, vereinzelt ein bisschen hier, ein bisschen da geballert, aber das war's. Die haben echt acht Jagdstaffeln zerstört. Geil. Komm durch, ja. Ich komme da nicht hin. Das ist, meine Flak hat nur 3 Kilometer. Das ist zu spät, glaube ich. Ah, hat doch gepasst. Oh, ich will dich nicht knuddeln. Ich will dich nicht knuddeln. Weg damit! Weg damit! Oh. Entschuldigung! Oh, jetzt will ich aber einen! Jetzt will ich aber einen! Lasst mir einen übrig! Lasst mir einen übrig! Ich will einen! Ich will... Meiner. Verdammt. Ach, Kacke. Ich will ein. Ich will ein. Ah, Kacke. Kriege ich hier auch mal ein, verdammte Sackkacke? Entschuldigung. Ich fühle mich gerade in dieser Runde so nutzlos. Ihr gewinnt zwar, aber nicht durch mich. Kameraden treffen echt gut. Oh, holy shit! Ein Glückstreffer. Ausweichen! Lebt noch, gut. Och, könnt ihr mal sterben? Gottverdammt, Scheiße, ey. 20.
auch schon versucht, einen von denen zu rammen. Hat aber auch nicht geklappt. Die waren zu schnell. So. Jetzt werden wir von hinten angegriffen. Okay, das hin. Jawohl, den zweiten. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Wunderbar. Oh, hinter uns. Holy shit, ihr kleinen Wichser. Sind wirklich. Wirklich was. Ist mit dem Licht. Ja, fünf waren zu kurz. Er hat seine Fracht losgeworden, diese Drecksau. Okay. Aber wir haben auch alle Spieler, das ist sehr gut diesmal. Warum kommst du nicht hinterher? Achso, ist ein. Eine Egle. Ich dachte, das wäre jetzt ein Transporter, der nicht hinterherkommt. Diese Runde läuft mal sowas von super. Nur noch Leute loswerden. In Dover oder was es da sein soll. Und haben wir es gepackt. Easy peasy. Also dank Teamarbeit, muss ich echt mal sagen. Alter, der hat 15 weggehammert. 15 Mal. Boah. Alter Schwede. Ich bin einer der schlechtesten. Ja. So viel dazu. Ich glaube nicht, dass alle wieder kamen, aber 5 Sterne. Ha. Ich muss dazu sagen, 5 Sterne, aber nicht durch meine Leistung. Jetzt, wo ich so gesehen habe, also hier bei dem Szenario Dynamo Dresden, nur Dynamo. Ist eigentlich wichtig, Zusammenspiel. Die Gruppe muss bei dem Schiffen bleiben und Rauchschwaden zwischendurch immer abwechselnd machen und dann klappt das auch easy peasy. Also ich habe mir die ersten 2 Versuche, da habe ich mir einen abgebrochen. Also nicht nur ich, auch die anderen Mitspieler. Ich bin zwar immer nah an meinen Versorgungsschiffen geblieben, habe mich sogar das eine Mal vor ein Torpedo geworfen, aber trotzdem, da waren immer nur mal 1 bis maximal Sterne, 1 Stern, 1 bis 2 Sterne immer drin. Und das eine Mal war ich auch der Einzige, der quasi noch überlebt hat. Weil die anderen, weiß ich nicht, was sie gemacht haben, aber ist ja egal. Wie gesagt, zusammenspielen, wenn ihr natürlich im Clan seid, mit irgendwem kennt, dann könnt ihr das zusammenspielen. Das ist dann deutlich einfacher. Ich denke mal, auch darum haben wir gewonnen, weil da waren 1, 2 Teams dabei. 1, 2 Leute, die mit von irgendwelchen Clans zusammen. Hier ist Zusammenspiel echt wichtig in diesem Szenario. Ansonsten hat mir das Szenario auch besser gefallen. War mehr Action drin als im Film von Christopher Nolan von Dünkirchen oder wie man das auch mal aussprechen mag. Aber ich fand vom Szenario selber her gab es bessere. Ich glaube, die letzte Grenze oder diesen Flugzeugträger Ranger, den man ist auch, glaube ich, Ranger da. Den man beschützen sollte, evakuieren sollte und sowas. Das hat mir alles besser gefallen. Aber ich bin froh, mal für mich mal wieder ein neues Szenario gespielt zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das Szenario jetzt komplett neu war. Ich habe noch nicht alle gespielt. Ich Frühlingsblüte oder wie das hieß, kann ich immer noch nicht spielen, weil ich von den Alliierten kein Stufe 8 Schiff habe. Aber ich denke mal, auch das wird ein geiles Szenario werden. Was mich auch ärgert. Ja, komm, mal weg da. Die paar Blümchen. Mal weggehen. Was mich auch ärgert, ist Wettrüsten. Erhalten Sie durch Schiffbuffs einen Vorteil. Ich hatte mal irgendwo gelesen. Es gab 5000 Kohle dafür. Habe ich das gerade richtig gesehen? Geil. Jetzt spiele ich das Szenario jetzt jeden Tag.
Was soll ich sagen? Wetterrüsten ist nur für Stufe 9 bis 10. Und ich hatte irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das das ist, wenn, dann ärgert mich das. Du hast ein Schlachtfeld in der Map, wenn ihr es wisst, ab in die Kommentare und klärt mich auf. Aber du hast dann so eine ganz normale Map quasi und da gibt es vereinzelte Punkte. Und wenn ein Team diesen Punkt einnimmt, dann gibt es quasi, bessere Reichweite um 1 Kilometer verbessert oder sowas. Davon hat man quasi, wie viel auf der Map, 10 Stück sage ich jetzt mal, verschiedene Punkte. Und das ist was Neues, finde ich, in diesem Spiel. Das hätte ich echt gern gespielt, aber ich habe leider kein Stufe 9 oder Stufe 10 Schiffchen. Und von Kaufen halte ich nicht so viel. Man könnte sich hier eins kaufen, aber ich bin da ganz ehrlich und pragmatisch. 100 Euro gebe ich lieber für andere Sachen aus. Aber ich denke mal, es kommt irgendwann mal der Tag. Was? Gegenstände für das Royal Navy Event. Das ist okay. Ach ja, es gibt den Cossack mit einer neuen Ressource. Und die kriegt man wahrscheinlich bei den neuen Truhen. Ja, ich wollte eigentlich gerade mal gucken, was es für Schiffe gibt, die ich kaufen könnte. Stufe 9, Stufe 10. Kreuzer, aber Stahl. Da muss ich aber ganz schön viel grinden oder ganz schön viel hier Rangkämpfe machen. Och, das dauert auch ewig. Ich spare eigentlich hier auf dieses Schiff hin. Oder ich spare mal auf dem Stufe 9 oder Stufe 10 Schiff hin. Ich überleg's mir. Aber bis ich da, wie gesagt, das habe, das dauert ja noch ewig. Hier 176.000 Kohle. Da ist das Event hier schon wieder vorbei, das Wettrüsten. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine Zeit lang bleibt oder dauerhaft. Muss ich mal sehen. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Kritikpunkte habt, Informationen über die Schlacht von Dünkirchen, ab gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Ansonsten abonnieren, kommentieren und liken nicht vergessen. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!